willkommen zu einem neuen Video Red Race 120 in Sonthofen im Allgäu. Und ich habe alle Startunterlagen abgeholt, Bike ready gemacht, die Startnummer an das Trikot gepinnt und es kann losgehen. 4 Kilometer Uphill Time Trial stehen jetzt erstmal heute an, um dann zu schauen, wo es in die Startanstellung hingeht. Wenn man nicht mitfährt heute, landet man automatisch in der Startaufstellung C, sprich ganz hinten. Und ja, das gilt zu vermeiden. Ich habe diese Woche noch schnell mein Pushing Limits Team über Insta gesucht. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Und die Jungs treffe ich jetzt. Und dann schauen wir mal, was wir heute so reißen können beim 4 Kilometer Uphill Time Trial, Team Time Trial. Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich muss meinen großen, schweren Körper da jetzt berghoch wuppen. Und hoffe, die Jungs, die ich gefunden habe über Insta, sind nicht viel stärker als ich, sodass ich richtig leiden werde. Also schauen wir mal an. Die treffen wir jetzt. Beziehungsweise ich ziehe mich erstmal um, ab zur Messe, die Jungs kennenlernen und dann ready for 4 Kilometer all out. So, ich habe die Boys gefunden, wir fahren jetzt eine Runde warm und ich will natürlich noch wissen, mit wem ich überhaupt fahre. Servus, ich bin der Max, komme aus dem Allgäu, eigentlich Triathlet, machen wir heute mal Radrennen. Schauen wir, was geht. Schauen wir, was geht und die Jungs sehen alle so fit aus. Ich habe schon echt Angst, dass ich nachher der werde, der gedroppt ist. Next one. Hi, bin der Manu, auch aus München. Mache eigentlich auch Triathlon und ja, jetzt habe ich richtig Bock, mich komplett zu zerstören. Ach, scheiße. Aber die Triathleten auf jeden Fall schon mal abgeholt. Keine Radsportler, das ist schon mal gut. Servus, ich bin Marvin, komme auch aus München. Ja, ich habe mal ein bisschen Triathlon gemacht, mittlerweile einfach nur noch Fahrradfahren und ja, wird auf jeden Fall eine interessante Sache hier am Wochenende. Mal gucken, wer von uns gedroppt wird. Ich befürchte ich. Wir fahren uns jetzt weiter warm, weil in kurz Träger abwarten. In 40 Minuten, knapp unter 40 Minuten, ist Start und dann heißt Pain Train fährt aus der Station aus und wir gucken mal, was da am Ende bei uns rauskommt. So, und da rollen wir auch schon zur Startaufstellung. Ziemlich viel los, sehen wir mal, die Schlange ist lang, aber natürlich, weil auch richtig große Teams, nicht nur wir zu viert, sondern auch teilweise 10, 15, 20 Leute dann da gleichzeitig von der Rampe räumen, dementsprechend die Schlange lang und zack, vorgespult, Endless Local Team, hier rennt vor uns los mit, fährt vor uns los mit Nils Frommold, der unfassbar stark war, 15 Minuten irgendwas da den Berg hochgeknallt, am nächsten Tag auch ein richtig starkes Rennen mit Top 10 gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann ging es ab für uns auf der Rampe, 4 Kilometer Time Trial bergab, zack, auf der Zeitmessung gestartet, so wie es sein muss natürlich. Und hier sofort mal Vollgas den Berg hochgefahren, gecheckt, funktioniert der Garmin. Ich habe noch ein paar Mal rumgeklickt, weil da stand irgendwie schon 500 Watt drauf. Da habe ich gedacht, das kann nicht richtig verbunden sein, aber doch, so war es. Das Ding ging hier richtig steil hoch und wir sind viel zu schnell losgefahren. Und ja, hier merkt man schon, ich bin am Arbeiten, steig hoch, guck runter. Also da war ich schon am Limit und das war wahrscheinlich bei 375 Meter oder sowas. Also ultra, ultra hart, ultra schwierig, aber überall hier am Streckenrand natürlich so kleine Hotspots, wo die Leute einen nach vorne geschrien haben. Richtig, richtig geil, das hat unfassbar Bock gemacht. Und ja, das ist jetzt ein Sprung nach vorne und das ist vielleicht bei 600 Meter oder sowas. Also ich glaube, hinten gleich kommt die erste Kurve, da sieht man es am Horizont schon, das ist bei 900 Meter oder kurz 950 Meter. Und ich bin jetzt schon wirklich tutti frutti komplett am Limit. Und ja, das, was befürchtet wurde von mir, dass die Jungs mich droppen, sollte auch gleich passieren. Hier sieht man es jetzt noch, ich bin last one um die Kurve rum und dann sehe ich die Jungs nur noch immer, 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 immer kleiner werden. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ich hier überhaupt mache. Ich habe mich im Vorfeld viel zu wenig damit auseinandergesetzt, wie steil dieses Bergzeitfahren wirklich ist. Da standen nur 4 Kilometer und irgendwie Höhenmeter, aber auf so einem Papier kann man da ja immer nicht richtig viel mit anfangen. Und auch jetzt hier die Aufnahmen, das sieht schon steil aus, aber wenn man da hochgefahren ist, das Ding war einfach nur so ein richtiger Schweineberg. Und die 9% Steigung im Schnitt, naja, es ging auch mal wie jetzt hier zwischenzeitlich kurz bergab, wie ihr seht. Also es ging nicht nur berghoch, sondern ganz kurz bergrunter und ein bisschen gerade. Und ich habe mich schon beschwert hier, die haben mich erkannt, dass ich gedroppt wurde und last one bin. Die Jungs sieht man schon gar nicht mehr, die mir jetzt hier entgegenkommen, die Leute. Das sind welche auch von anderen Teams, die gedroppt worden sind. Hier richtig geil, die Kapelle am Spielen auf der rechten Seite, richtig guter Hotspot hier. Und gleich, wenn man die Kurve biegt, dann kommen die ersten Leute einem auch schon entgegen und feuern einen so ein bisschen an, ey, nicht mehr weit, nur noch 4 Kurven, nur noch 3 Kurven, ey, auf geht's, so, oh Mann, scheiße ist es hart. Und
Das Krasse ist, diese unfassbar geile Landschaft, die ihr jetzt da seht, dafür hatte ich überhaupt keinen Blick, habe es überhaupt nicht gesehen. Ich war komplett im roten Bereich. Hier sind wir jetzt fast schon oben. Da oben jetzt noch rechts um die Kurve. Da haben wir nur noch eine Kurve, nur noch 200 Meter. Und ich habe mir gedacht, wie lang können 200 Meter sein? Also unfassbar, unfassbar hart für mich. Aber irgendwie auch wieder richtig geil. Total unvorbereitet, 4 Kilometer all out macht man ja nie. Ich war auch nicht... Ja, trainiert darauf vorbereitet, alles nicht und am Ende hat es einfach trotzdem nur noch Bock gemacht, als es dann wieder vorbei war. Aber ihr kennt es ja selber, man muss sich manchmal in Situationen begeben, die ja eigentlich im Vorfeld, man weiß, die tun weh, die sind hart, aber man muss sie dann einfach genießen, so wie jetzt hier die letzten Meter rein ins Ziel. Da habe ich nochmal Power gemacht und gedacht, den hole ich mir noch vor mir. Das war noch so meine Motivation und bin dann mit 19,45 irgendwie sowas ins Ziel gedonnert und die anderen Jungs haben mich mit 17 irgendwas oder so, kommt gleich auch nochmal im Video, die genauen Zeiten komplett abgehängt und ich war Punkt jetzt für den ersten Tag fertig und habe mich komplett aus dem Leben geschossen. Schau mal, Männer. Tagesziel erreicht, nicht eingeholt worden. Pushing, ja. So, geschafft. Ich bin gestorben, wie angekündigt. Und die Jungs hier haben mich gerettet. Danke, Männer. Das wäre ohne euch nichts geworden hier. Das war sehr, sehr gutes und großes Tennis. Ihr seid so, was seid ihr gefahren? 17? 17.10. 17.10. Ich bin irgendwas um 19.40, 19.50 gefahren. Also die Jungs haben mich schön deklassiert hier. Oh, zurück im Hotel, ich bin noch ganz rot. Sonne hat natürlich ihr Übriges getan, aber das war eine taffe Nummer. Also wenn es so steil hoch geht, ich glaube Rampen, ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe gehört bis 17-18%. Und dann mit meinen aktuell 90 Kilo habe ich das natürlich extrem gemerkt. Die Jungs sind nach 500 Meter weggefahren, wie ihr gesehen habt. Und boah, das war tough. Mal gucken, wo wir jetzt in der Startaufstellung sind. Ich habe mir zwei Dinge überlegt. Entweder starte ich im Startblock und wir gucken mal, wo es hingeht. Oder ich starte von ganz hinten und schau mal, wie weit ich noch nach vorne komme. Das muss ich mir noch überlegen. Jetzt heißt erstmal hier, neues Trikot fertig machen, Startnummer wieder drauf. Fast Carb in die Flaschen. Und muss ich noch was machen? Überlegen, was ich anziehe. Und dann noch Pizza essen für heute Abend. Und dann geht es nur noch ab ins Bett. Und hier in der Hexenküche Fast Carb gibt es bei mir. Ordentlich hier, wollen wir nichts verschütten, in die Pulle rein, zack. Wenn ihr auch MON nochmal ausprobieren wollt, auf der Seite mon-sports.com ist es, glaube ich, das Testpaket auswählen und den Code PL20 eingeben. Da solltet ihr 20% auf das Testpaket bekommen. Könnt ihr nochmal auschecken, ob der noch geht. Das als Empfehlung. Ich bin nur noch damit unterwegs. MON Gels, Lemon wird es geben und Fast Carbs Raspberry. So, ich habe ihn nochmal rausgesetzt, weil... Pizza ist da. Also, ich hau jetzt die Pizzen rein und dann kann geraced werden morgen. Oh, good morning. 4.50 Uhr, viel zu früh. Hier gibt's jetzt erstmal einen Kaffee, dann schnell frühstücken und dann umziehen und es geht ab. Warum muss es so früh sein? Ich bin echt noch müde. Gerade gefrühstückt, Race-Outfit ist angezogen, Unter-T-Shirt, Trikot, Weste, geiles, schnelles Aero-Castelli-Kit natürlich gewählt fürs Race und ja, ich würde sagen, ready oder not, ich muss jetzt zur Startlinie rollen. Es ist, wie spät haben wir es? Oh, wo ist meine Garmin? Die habe ich gerade ausgezogen. 5.52 Uhr. Und oh, ich muss meinen Arm wechseln. Oh, wird schwer, ist noch so. Ich bin noch nicht fit. Ich bin einfach noch nicht fit zu früh am Morgen. Was soll ich sagen? Hilft alles nichts. Gels habe ich eingepackt. Flaschen mit Carbs gestern Abend schon beladen. Startnummer ist dran. Mehr ready werde ich nicht. Zieh mir jetzt die Schuhe an, Helm auf, Brille auf, ab geht's. GoPro umhängen, Kamera bleibt hier und dann sehen wir uns beim Start. Und alle sind hyped, es geht los, der Startschuss ist erfolgt und wir mussten aber natürlich aus Block B, in dem wir standen, erstmal warten, bis die vorne im Block A und dann die ersten. Im Block B standen wir auch irgendwo im ja, hinteren Drittel, sage ich jetzt mal, oder in der Mitte losgefahren sind. Und bevor wir über die Ziellinie sind, dachte ich nur, wow, also hier wurden schon Handzeichen gegeben, hat das Bremsen gehört und ja, wie es halt so ist in so einem Radrennen und vor allem, wenn jetzt wie hier 2000 Leute auf einmal starten, war erstmal meine
oberste Prämisse, nicht irgendwie in Gefahrensituationen kommen, nicht stürzen. Gab auch einige Stürze auf der Strecke. Ist halt unvermeidlich bei so vielen und ich habe dann eher ein bisschen immer mehr Abstand gelassen und gerade hier am Anfang losrollen, dann wir dachten, ja komm, 6 Kilometer erstmal neutralisiert, sollte es losgehen, weil es erstmal nur flach rausging und hier so ein paar Baustellen kamen, wie jetzt hier, aber ihr seht schon, neutralisiert ist anders, also hier war schon richtig Zug auf der Kette. Zum Glück waren so viele Fahrer vor mir, dass man dann auch mit 40, 45 paar Mal in die Pedale getreten hat und dann auch wieder rollen lassen konnte. Aber ich habe dem Braten auch da komplett noch nicht vertraut, dass ich irgendwie total eng an irgendwelchen Hinterrädern fahre oder so, sondern dadurch, dass so viele Fahrer vor mir waren, konnte man es erstmal ganz, ganz, ganz entspannt angehen lassen und ist trotzdem ja nicht rausgeflogen irgendwo und konnte da erstmal miträumen. Das habe ich gemacht, weil die Platzierung war mir am Ende egal, dass ich ganz vorne nicht mitspielen konnte bei dieser Strecke und sonst was war auch total klar und von meiner Form her, sodass das so ein Radrennen zum Genießen sein sollte von mir. Für mich und ich wollte einfach Spaß haben und wie ich schon gesagt hatte, safe durchkommen durch das Ganze. Und ja, jetzt sind wir hier auf diesen breiten Straßen unterwegs, die Leute unterhalten sich noch, ihr seht, das ist alles zwar schon schnell, mal ist richtig Zug drin, mal ist so wie jetzt hier, dass du einfach nur rollst und wieder aufschließt. Also es war immer so eine Mischung aus richtig Nase bohren und dann wieder kurz 1-2 Minuten ein bisschen drauf treten, dass man nicht gedroppt wird. Und dann hat sich das alles so langsam gefunden. An den Verkehrsinseln hier super geil gemacht, wie man es von der Tour de France im Fernsehen kennt. Ihr seht hier die lange Reihe aufgekettet, wenn man nach vorne schaut. Hier standen immer Leute mit Trillerpfeife und Fahne und Warnweste, dass man die gut gesehen hat. Und so langsam kommen wir jetzt hier in diesen Punkt, wo man so ein bisschen aufpassen musste auch, weil so die ersten Lücken aufgegangen sind. Irgendwer hat reißen lassen, hat ein bisschen gesagt, nee, das ist mir zu schnell. Weil durch die Startaufstellung natürlich auch, wenn ein Team super gut war, vorne welche waren, die vielleicht von der Performance gar nicht so stark sind, die sich dann haben nach hinten durchreichen lassen. Und dementsprechend ist öfter mal irgendwo eine Lücke aufgegangen. Man muss jetzt so ein bisschen aufmerksamer fahren, wenn man nicht irgendwo immer weiter durchgereicht werden wollte, sondern dass man so ein bisschen den Platz hält und kleine Lücken schnell sieht und wieder zufährt. Das ist mir mal besser, mal schlechter gelungen, wie man nachher nochmal sieht. Also wir sind hier wirklich noch ganz in den Anfängen. Ihr seht, der Nebel hängt hier noch drin. Und ja, es war einfach so eine geile, moody Stimmung. 6.45 Uhr morgens war der Start und man hatte noch so, also ich hatte jetzt noch Weste und Armlinge an, um mich rum ja auch. Ein paar sind schon kurz unterwegs, und, aber eine Weste oder irgendwie irgendwas so ein bisschen zum Überziehen hatte eigentlich noch fast jeder an, weil es, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber 5, 6 Grad irgendwie waren. Und jetzt kommt so langsam so ein bisschen auch kontinuierlicher Zug hier in das Ganze rein. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die 6 Kilometer schon zu Ende waren. Ich habe keine Ahnung, wann vorne das Führungsfahrzeug was neutralisieren sollte. Aber ich habe nachher gehört, dass es auch mit 45, 46 vorweggefahren dann rausgegangen ist oder ob es dann richtig losging. Auf jeden Fall kam dann jetzt so hier so ein bisschen am See der Zug raus und man musste jetzt wirklich drauf treten. Es war wirklich so viel Single File oder 2-3 Leute nur nebeneinander und es war richtig Speed drin, dass wir hier teilweise bei diesen Abschnitten irgendwie waren das dann 50, 51, 52, 53 km/h und hier ist das, was ich eben angesprochen hatte, die ersten Lücken gehen auf und da habe ich dann direkt versucht, die immer sofort zack, schnell wieder zuzufahren, dass man da einfach weiter mitrollt und entsprechend easy erstmal das Flachstück fahren kann. Ich bin vielleicht auch die eine oder andere Lücke zu viel zu gefahren und jeder Radsportler lacht sich jetzt kaputt, dass ich die überhaupt aufgehen lasse. Aber ja, wie gesagt, ich wollte auch da kein Risiko eingehen und bin da lieber mal kurz am Anfang hier kurz für 10, 20 Sekunden einmal drauf gelatscht, um dann so eine Gruppe wieder aufzufahren oder entsprechend so eine Lücke zuzufahren. Und hier habe ich jetzt auch gesehen, da ist jetzt die nächste Gruppe, auf die ich auffahre, roll ran, aber ich sehe schon, da vorne geht auch die Lücke wieder auf oder beziehungsweise ist schon aufgegangen. Da habe ich gedacht, ja komm, wenn ich jetzt dabei bin, dann fahre ich das Loch nach da vorne auch zu, weil da vorne war echt eine richtig große Gruppe unterwegs. Und da habe ich gedacht, den Windschatten will ich dann doch mitnehmen und irgendwie ist es dann ja doch auch am Ende des Tages so ein Rennen. Und keine Ahnung, ganz frei machen davon kann man sich ja dann auch nicht. Man rollt irgendwie locker los und am Ende ist es dann doch wieder, wenn solche Situationen sind wie jetzt, dann bam, Vollgas, Lücke zufahren und man gibt wieder Gas. Witzig, wie ich hier in die Kamera gucke. Und fährt halt dann doch das Loch zu und ob das dann nötig war oder nicht, sei mir dahingestellt. Also wahrscheinlich wären wir am nächsten Berg oder am nächsten kleinen Hügel auch wieder irgendwo rangerollt.
Und jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, das wird jetzt doch ganz schön anstrengend. Und hinter mir war ja eine Riesengruppe, die ich mitgeschlört habe. Und da habe ich gedacht, ja, auch mal clever sein. Ne? Man sieht das ja immer im Fernsehen. Man muss nicht immer alles alleine machen im Radsport. Also wenn da ja noch so viele hinter einem sind, habe ich so ein bisschen rausgenommen und habe die hinter mir mal ein bisschen animiert, dass die auch nochmal fahren. Habe lockerer gemacht und dann sind auch noch wieder andere Leute in die Führung gegangen hier und haben dann entsprechend das Loch zur Gruppe, die vor uns war, dann wieder zugemacht. Sodass wir dann da weiter mitrollen konnten. Aber erstmal so ganz am Anfang hier, wie sich alles sortiert, nachdem es wieder losgegangen ist, super spannend. Und ach, auf diesen breiten Straßen, es ging so leicht bergab die ganze Zeit, sauschnell. Es waren zu diesem Zeitpunkt noch keine gefährlichen Kurven, der Nebel hängt so drin. Es war einfach eine richtig geile Stimmung, hat unfassbar viel Bock gemacht. Und so hätte das Rennen für mich auch eigentlich auf dieser Straße komplett weitergehen können. Dann hätte ich den ganzen Tag richtig, richtig Spaß gehabt und hätte mal gucken können, wie viele Gruppen man noch auffahren kann oder ob man noch weiter nach vorne kommt. Das ist so leicht bergab, breite Straßen, das ist mein Metier. Ich bin hier von Anfang an noch angefangen, mich gut zu verpflegen, habt ihr ja gesehen, haben wir das Race Carb in die Flaschen geballert, hatte so 90, 100 Gramm Kohlenhydrate in der Flasche und ja, dementsprechend habe ich dann mich immer mit den Flaschen verpflegt und hatte noch 5 Gels dabei, sodass ich dann irgendwann, wenn die Pullen leer sind, Wasser mir angeben kann. Auf dem Riedbergpass oben sollte eine Verpflegungsstelle sein. Da wollte ich mir Wasser holen und dann entsprechend weiter mit Gels arbeiten, sodass ich dann da auch meine Carbs noch weiter drin habe. Und so musste ich nicht irgendwie noch eine zweite Selbstverpflegungsflasche organisieren oder sonst was, sondern konnte das halt gut über die MON Gels mit 40 Gramm Carbs pro Stück, davon 5 Stück dabei, plus eben die 200 Gramm Pullen. Das sollte dann gut reichen für die Zeit. 4 Stunden, etwas über 4 Stunden habe ich gedacht, sollte am Ende ein bisschen länger werden durch die Berganpassage. Aber ja, ihr seht es landschaftlich unfassbar schön. Und zu dem Zeitpunkt hier auf diesen breiten Straßen leicht bergab, da konnte ich auch immer noch mal so ein bisschen links und rechts gucken und habe halt wirklich diese Szenerie hier aufgesogen mit den Wolken, die Ringe, Allgäu, einfach eine unfassbar schöne Region. Absolute Empfehlung, wenn ihr noch nicht da wart, da mal hinzufahren. Und genau, ihr habt es am Anfang gesehen. Hier präsentiert das Video von Gruppetto Allgäu. Also wenn ihr da geführt, hier, Manta. Da habe ich, glaube ich, gerade noch was gesagt. Aber die Mantas, die auf der rechten Seite, die mussten nochmal sein. Genau, bergab, das ist wieder mein Metier. Ich gehe in die Führung und roll mit meinen 90 Kilo bergab. Das kann ich besser als berghoch. Aber genau, was ich sagen wollte, wenn ihr auch in der Region mal Radfahren wollt und nicht wisst, wohin oder geführte Touren oder sowas haben wollt, checkt mal Gruppetto Allgäu ab. Steht unten in der Videobeschreibung. Unser Presenter hier, Werbepartner, und das ist absolut zu empfehlen und die sind auch Mitorganisator hier von diesem Event, vom Red Race 120, die ganze 808 Group um Pro Training Tours, Gruppetto Allgäu, und die sind hierfür verantwortlich. Jetzt hören wir mal, was ich so zu sagen habe. So, 46 Kilometer haben wir, jetzt geht's den Sausteig hoch, das ist der Komm, und wen ich wieder getroffen habe, natürlich der Sören da hinten. 60 Kilometer haben wir. Erste Stunde, habe ich gesagt. Ja, 16 Kilometer haben wir. Was hast du für einen Schnitt? Was haben wir denn für einen Schnitt hier? Ich bin jetzt 46 Kilometer gefahren, in 1,16. Ich glaube, ich bin schneller. Glaube ich nicht. Warum? Habe doch gerade festgestellt. Tritt mehr Watt dazu. Ach nee, doch nicht. Ach ja, also hier geht es jetzt hoch. Und es ist einfach wunderschön. Richtig geil. Das Einzige ist, wir zwei haben die Bergbeine vergessen, aber da müssen wir jetzt durch. Dafür sind wir via Ilturn, der Kugelblitz auf der Abfahrt, da schlägt dann unsere Stunde hier. Und dann schauen wir mal, was noch geht. Jetzt heute Motto, the human cannonball. The human cannonball, ja, das ist gut. Aber noch ist alles unter Kontrolle und das Gute ist, ich bin gestern das Bergzeitfahren 19 Minuten 45 gefahren, sprich perfekten 20 Minuten FTP-Test. Weiß, dass meine Schwelle jetzt knapp über 300 Watt ist. Und das kann ich jetzt natürlich hier im Rennen gut umsetzen, dass ich nicht überziehe. Perfekt also. Auf geht's, Nick. Grüß dich. Servus. Saustieg heißt. Saustieg. Ach, Saustieg. Ja. Ja gut. Waden statt Laden. So ist es. Also ihr habt gehört, Saustieg hieß der Anstieg, in dem wir jetzt hier gerade drin sind. Und da haben wir es auch schon fast geschafft über die Kuppe hier. Das sind die letzten Meter. Da oben sieht man schon,
der Scheitelpunkt und die Leute fangen an, die Westen wieder anzuziehen oder die Regenjacken für die Abfahrt oder wieder zuzumachen. Und ihr seht, es war hier oben so ein bisschen nass und ich hatte echt Schiss, dass wir da jetzt mit der riesen Gruppe in die Abfahrt müssen und die Straßen sind nass, weil darauf hatte ich eigentlich gar keinen Bock und es sah eigentlich so gut trocken aus. Und dann oben angekommen, wie jetzt hier, sieht man es. Hier nochmal kurz die Jungs Bescheid gesagt, dass sie das Pinkeln hätten unten machen sollen, weil Gewicht auf der Abfahrt ist ja gut. Und guckt euch diesen Blick an. Da hatte ich jetzt gar keinen Blick mehr für. Als ich da war, als ich die Kommenwertung hier abgeschlossen habe, natürlich nicht als Erster. Aber ihr seht's, ich war dann erleichtert. Die Straßen waren trocken. Nichtsdestotrotz, kleinere Straßen und erstmal so ein bisschen die Gruppe kennenlernen, mit der man fährt. Ich bin dann entweder immer auf gutem Abstand gelassen, sodass ich am Anfang immer oder noch genug Zeit habe, reagieren zu können, weil ich wusste immer, wenn der Berg fast am Ende ist, dann trete ich 3-4 Mal stark rein und roll dann wieder dran. Da war dann mein Gewicht wirklich von Vorteil, was ich bergauf gemerkt habe, aber bergab ist es dann auch ganz geil und so konnte ich das dann ganz gut nutzen. Bin dann auch an manchen Gruppen direkt vorbei und konnte dann ja eigentlich immer ganz gut irgendwie wieder aufschließen und konnte gefahrenlos, weil das war eigentlich meine größte Sorge, muss ich sagen. Ich bezeichne mich jetzt auch nicht als den besten Abfahrer oder sonst was oder dass ich jetzt super risikofreudig bin, sondern ich wollte einfach hier sturzfrei durch das Rennen durchkommen und da sind wir direkt wieder schon in den nächsten Gegenanstieg reingefahren und wir hatten uns echt so eine nette Gruppe hier langsam zusammengefunden, wo das von der Leistungsklasse gepasst hat, die auf der Abfahrt ungefähr ähnliche Speed gefahren sind und ja, manchmal sind ein paar vorne rausgefahren auf die Gruppe davor oder zurückgefallen die Gruppe dahinter und dann wieder irgendwo aufgeschlossen, also man hat sehr viele Leute oder die gleichen Leute dann im Verlaufe des Rennens dann immer wieder gesehen. Hier war auch alles gut gekennzeichnet auf der Auffahrt, dass so Engstellen so standen, dann Warnschilder, wie ihr eben gesehen habt, vorne dran oder gefährliche Abfahrt, Engstelle hier rechts, kommt jetzt wieder eins. Das hat man noch im Rennen immer gut wahrgenommen, so dass man wusste, dass so Gefahrenstellen oder Löcher waren dann sogar mit Farbe auf der Fahrbahn markiert. Also richtig, richtig guten Job von den Veranstaltern, dass man da entsprechend gut drauf vorbereitet war und auch während des Rennens das gut wahrgenommen hat, dass es echt keine gefährlichen Situationen irgendwo waren. Und wir sind dann schön als Gruppe hier, leichtes Bergabstück wieder gefahren und das hat bis zu diesem Zeitpunkt einfach richtig Spaß gemacht. Und ihr habt es schon gehört, was ich eben gesagt habe. Tag vorher war ja wie ein FDP-Test und ich habe einfach geschaut, dass ich jetzt so in diesem 300 Watt Bereich irgendwie bleibe, wenn möglich drunter, eben am Berg so 300, 310, 320 Watt. Und wenn es flacher oder bergab ging, dass man dann so, ja, keine Ahnung, dass ich 220, 230 Watt irgendwie fahre und da nicht drüber komme, weil dann wusste ich, dann funktioniert das Ganze und ich komme irgendwie durch, ohne mich komplett hinzurichten, habe ich gedacht. Zu dem Zeitpunkt noch. Also schauen wir uns mal an, wie das noch entwickelt ist oder wie sich es noch entwickelt. Das Wichtigste, wie immer, auch einfach bei jedem Long Ride und sonst was, den ihr macht, verpflegen. Beim Rennen ist das nicht anders oder noch wichtiger, weil man fährt noch ein bisschen mehr über sein Verhältnis oder öfter über sein Verhältnis. Das heißt, immer schön nachladen. Ich mache hier gerade die erste Pulle leer, stecke die zweite nach vorne und zack, die erste kommt nach hinten. Nutze hier gerade so ein bisschen die Ruhephase. Vorne war eine Gruppe weg. Aus der Gruppe ist aber keiner gefahren und dann kam einer von hinten und wir sind dann zu zweit, wie ihr jetzt seht, ich ziehe das Tempo jetzt mal an, haben dann entschlossen, komm, wir fahren die Gruppe, die wir ganz da vorne sehen, also da fahren zwei so noch dazwischen, da fahren wir wieder ran, weil jetzt kommt ein kleineres Flachstück wieder oder so eine leichte Backup-Passage und die haben wir dann genutzt jetzt, um ein bisschen Gas zu geben, ein bisschen drauf zu drücken, um da an die Gruppe vor uns wieder ranzufahren. Hinter uns waren dann so 10, 15 Fahrer und Fahrerinnen, wieder die gleichen Leute, mit denen wir eigentlich dann schon die ganze Zeit unterwegs waren und haben uns hier zu zweit abgewechselt, um die Lücke zuzupressen und das hat auch einfach Bock gemacht. Also klug ist nicht, hätte auch wer anders fahren können oder ich hätte auch einfach in der Gruppe bleiben können, dann wäre es am Ende ein bisschen einfacher geworden, aber ja, solche Sachen machen mir dann einfach zu viel Spaß und zwischendurch geht dann die Vernunft einfach auch immer mit mir durch und ich fahr dann solche Dinge auch manchmal mehr mit Gewalt zu als mit Kopf. Also Radrennen muss ich nochmal Nachhilfe bei Lukas nehmen, dass der mir dann noch ein bisschen ein paar Tipps gibt, wie ich solche Lücken nicht aufgehen lasse, also wann ich drüber gehen muss, um eben an der Gruppe dran zu bleiben oder wie ich andere Leute noch mehr animieren kann, dass man zusammen die Lücken zufährt und ich das nicht alleine mache oder man das nicht nur zu zweit macht. Aber wir haben es geschafft. Auf der Abfahrt sind dann wieder rangerollt an die Gruppe vor uns und konnten dann natürlich schön
Chili Vanilli erstmal wieder im Windschatten machen, das ist dann einfach ein so großer Unterschied, gerade wenn es eine große Gruppe ist, immer wieder beeindruckend. Und das müsste jetzt hier Romos gewesen sein, das Naturschutzgebiet, in dem wir uns jetzt gerade befinden oder wo wir jetzt reinfahren. Und nee, wo wir schon drin sind, genau. Das war schon davor und hier ist jetzt wieder die Abfahrt davon. Kurz vorher sind wir da nochmal einen kleinen Gegenanstieg wieder raufgefahren und das ist jetzt die Abfahrt wieder runter. Also Abfahrten haben mir am meisten Spaß gemacht, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Und hier war auch alles dabei, also so kleine Sträßchen, nachher der Riedbergpass, der noch kommt, sollte dann noch viel größer werden. Also unfassbar abwechslungsreich, ganz breite Straßen, ganz enge Straßen, berghoch, gerade. Wirklich, hier ist irgendwie jedes Terrain war hier dabei und einfach Landschaft. Ich meine, schaut es euch an, überall die Berge, das Allgäu, egal wo man eigentlich war auf dieser Strecke, gab es irgendwas landschaftlich total Schönes zu schauen und es war einfach unfassbar genial, wo man hier durchgeschossen ist überall. Anstieg. Und ihr seht, hier werden auch die ersten Gels geladen, da habe ich gerade schon gesagt, vom ersten oder vom nächsten Anstieg. Das heißt, das waren jetzt hier die letzten Meter, hat mir wer geflüstert. Vorne geht es über so einen kleinen Hubbel nochmal drüber in die letzte Abfahrt rein vor dem Riedbergpass, also dem längsten und größten Anstieg hier. Und es sollte so steil werden wie gestern, wurde mir über den Flurfunk mitgeteilt oder beziehungsweise stand das auch im Riders Briefing und überall auf der Website und das war allen klar. Ich habe mich natürlich wieder nicht so gut, bevor ich jetzt hier fast beim Gelessen wieder gedroppt wurde, also echt aufpassen musste und Gas geben musste, dass ich hier nicht schon wieder die Gruppe verliere. Da habe ich ein bisschen aufgepasst und trotzdem schon wieder eine viel zu große Lücke natürlich, um das direkt vorwegzunehmen. Also braucht mir kein Radfahrer sagen, da hätte ich natürlich am Hinterrad sein müssen, hätte ich viel mehr gespart. Aber ich habe schon gesagt, ich muss noch üben. Radrennen muss ich noch üben. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, man hätte es wissen können, aber auf jeden Fall geht es richtig, richtig lang und steil berghoch und ich war nicht so richtig darauf vorbereitet. Ich hätte mir vielleicht auch nochmal ein anderes Ritzel draufpacken sollen, können, wie auch immer man das sagt, so ein Rettungsring, weil am Ende bei 16-17% Steigung war meine Köln-Übersetzung dann vielleicht doch nicht die allerbeste Wahl. Aber für diese Stücke jetzt hier Highspeed und wieder ranpressen, dafür hat sie dann wunderbar funktioniert. Also ja, am Ende habe ich es geschafft, aber fürs nächste Mal bin ich schlauer. Und meine Empfehlung, wenn ihr ein Rennen fahrt mit vielen Höhenmeter, checkt mal, wie steil das wirklich wird und überlegt, ob das mit eurer Übersetzung geht. Einfach nur Service News von mir. Nicht nur gucken, dass die Schaltung funktioniert und die Kette geölt ist oder besser noch gewachst ist, sondern auch, ob ihr die richtige Übersetzung dabei habt. So, das kann helfen. Klingt logisch, aber man muss es machen. Und dann sind wir hier drin im Riedbergpass. Fahren wir unten rein und wie gesagt, ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt. Ich wusste nur, es wird wieder steil, aber das Ding, es war einfach ein Pain. Es war viel zu lang, viel zu hart, viel zu steil und man sieht nachher noch, denn die Leute fangen wirklich an, irgendwann auf der Straße Schlangenlinien zu fahren, also dieses von links nach rechts, um ein bisschen die Steigung vom Berg wegzunehmen, damit es ein bisschen einfacher wird. Also das war vielleicht von der Übersetzung her, war ich nicht der Einzige, der das auch ein bisschen unterschätzt hat, das Ganze. Ah, und hier, Allgäu, Kettensägenanfeuerung, das gibt's auch nur im Allgäu. Das ist auch unique auf jeden Fall. Und jetzt müsste gleich hier der, jetzt krieg ich nochmal eine Anfeuerung, die gibt nochmal einen richtigen Boost. Das ist auch immer geil, also wenn man irgendwie am Streckenrand richtig hart angefeuert wird, wie es dann bei mir so einen Schalter umlegt und ich nochmal so ein bisschen Gas gebe und das hält dann so 30 Sekunden, vielleicht auch nur 20 Sekunden und dann reicht jetzt. Man fährt wieder locker weiter. Und jetzt geht's wirklich in diesen ganz steilen Anstieg. Ich zeig's da vorne schon aufs Bild, sag, oh, was sehe ich denn da? Da kommen jetzt die 16%. Ich weiß nicht, ob man das hier im Video gut lesen kann, aber da steht drauf 16% für 600 Meter. Und die 600 Meter dauern wirklich lang. So, Kilometer 74,6, Riedbergpass drin. Und ich habe gerade ein Schild gesehen, 16%. Scheiße, das wird jetzt hart. Beine gehen noch. Ich habe gut gepaced, wie ich gesagt habe, durch den FDP-Test gestern. Und jetzt heißt
racen. Hier kommen jetzt natürlich die passenden Bilder, wo ich eben schon von berichtet habe, dass die Leute echt, das sieht echt Mayhem-mäßig aus, so wirklich von links nach rechts über die Straße fahren, alle im kleinsten Gang, man fährt irgendwie 300 Watt und 6 km/h, kein Gang mehr, also man kann nicht schneller fahren, weil die Beine es nicht mehr hergeben, man kann auch nicht langsamer fahren, weil man umkippt. Und das war also echt eine gute Erfahrung. Und ja, schaut es euch einfach an, wie die Leute da, ich bin auch am Wackeln hier, wie verrückt. Und ja, von hinten kommen immer wieder Leute, die viel schneller sind noch am Berg. Aber es hat sich echt so eine geile Gruppe gefunden, auch hier berghoch. Da sind ein paar natürlich weggefahren, die dann leichter waren oder vielleicht auch von hinten kamen. Aber die Gruppe, mit der wir die ganze Zeit unterwegs waren, wir sind eigentlich so fast zusammengeblieben. Man hat echt immer die gleichen Leute zum Quatschen gehabt. Und super coole Erfahrung. Ein mega Tag einfach. Alle hier im kleinsten Blatt. Keiner kann mehr schneller. Das ist auch geil. Hat sich so richtig gefunden jetzt hier, die Gruppe. Alle wollen, dass es nur noch aufhört. Aber es geht noch weiter. Ja, und jetzt kommen wir hier dem Gipfel langsam näher. Also es ist nicht mehr weit. Es wurde dann nach dem ganzen Steinstück nach 600 Metern ein bisschen flacher. Dann am Ende hier nochmal wieder richtig steil. Und dann kam oben die schon angesprochene Verpflegung. Also leere Pulle, zack, weg damit. Und dann ja, wollte ich mir oben eine neue Pulle greifen. Dann standen sie oben aber mit Bechern. Also wahrscheinlich haben dann viele gar keine Flasche gegriffen, sondern einfach nur einen Becher, einen Schluck genommen. Es hat mich dann ein bisschen verwirrt und ich habe dann Pulle, hat sie gesagt, hinten. Bin ich nach hinten gefahren, überall standen Leute, also zu weit gefahren. Hab's auch keine Flaschen, dann habe ich gedacht, ach komm, ist jetzt auch egal, ich brauche auf jeden Fall noch ein Wasser. Das ist wichtig, dass ich nicht mit Krämpfen nach Hause komme, hab mir das dann noch geholt. Und weil ich dann eh stand, habe ich mir überlegt, ach komm, da hinten nach rechts, da standen noch ein paar Dixies, da gehe ich mal drauf. Ich musste eh schon die ganze Zeit, also hier das Rad schnell ans Zelt gestellt und dann geht's rein ins Dixie. Und dann danach straight wieder schnell aufs Rad, rein in die Abfahrt, die Armlinge hier hochgemacht, es war immer noch ein bisschen kühl und ich war echt dankbar, dass ich die nur so runtergezogen hatte und nicht irgendwie ausgezogen und hinten ins Trikot gepackt hat. So konnte ich die immer schön, oder jetzt dann für diese Abfahrt, habe ich es nur noch einmal gemacht, schön wieder hochziehen, mir war direkt wieder wärmer. Und dann ging es hier rein, Abfahrt, Riedbergpass. Und hier nach den ersten Kurven stand schon wer und hat uns ein bisschen runtergebremst, dann noch mehr, dann hat man schon den Rettungswagen hinten gesehen. Also da gab es leider einen etwas dolleren Sturz, sodass der Krankenwagen da kommen musste. Ich habe gehört, nachher der Heli war sogar noch da, also entsprechend nicht so gut, aber soll wohl alles wieder in Ordnung sein. Und dann nach dem Krankenwagen, da haben wir natürlich ganz langsam gemacht, vorbeigerollt, ging es wieder weiter mit Full Speed in die weitere Abfahrt.
So, und hier die letzten Kurven der Abfahrt, die ich gefilmt habe. Highspeed-mäßig ging es dann noch weiter runter. Aber wie gesagt, alles safe gespielt hier und ja, immer genug Abstand gelassen, Vordermann. Es war ja mehr so eine Race-RTF oder eine RTF auf gesperrten Straßen für mich, weil geraced wurde da von mir jetzt nicht mehr so richtig. Aber ich habe dann hier voll den Schwung mitgenommen und einfach Gas gegeben, nochmal richtig viel Gruppen eingesammelt, die ich dann verloren hatte durch meinen Pibi-Stop. Also, dass wir hier wieder mit unserer bekannten Gruppe unterwegs waren, was richtig cool war. Und ich habe echt gedacht, geil, die Beine trotz des Riedbergpasses ging noch richtig gut. Habe ich auf diesem Flachstück zum zweiten Mal hin zum Sausteig wieder voll drauf gedrückt. Und es hat so Bock gemacht und wirklich in dieser Kurve, wo wir jetzt hier zum Kommen starten, zum Sausteig wieder hoch, habe ich gemerkt, oh oh, das war doch nicht so klug. Da habe ich zu viele Matches verbrannt jetzt auf diesem Flach- oder Leichtbergabstück, wo ich Gas gegeben habe und habe echt hier unten jetzt die Beine gemerkt. Und ja, musste jetzt hier nochmal ein bisschen Akku sparen, weil die GoPro auch fast leer war. Aber berghoch habe ich wirklich nochmal gelitten und musste die ganze Gruppe, in der wir jetzt hier unterwegs sind, fahren lassen. Bin wirklich als letzter dieser Gruppe mit so ein bisschen Abstand wieder rübergefahren und musste dann so ein bisschen wieder ja, runterrollen und bergab wieder zufahren. Dann geht's ab. So, ich muss ein bisschen Akku sparen. Jetzt nochmal hier Röhrmoos. Das ist Anstieg 7. Anstieg 7 von 8. Ja, langsam sind die Beine echt leer. Gerade nochmal ein Gel reingedrückt. Aber die Gruppe fährt mir gerade so ein bisschen weg. Beim letzten Anstieg auch schon. Da konnte ich auf der Abfahrt wieder auffahren. Vielleicht schaffe ich es jetzt auch nochmal. Mal gucken. Sonst warte ich auf die Gruppe hinter mir. Einfach nur paniert. Aber ich habe hier noch Gesellschaft. Ja, aber der Ofen ist leer. Wer bist du? Ich bin der Triathlet. Ja, eh klar. Gut. Jetzt müssen wir ja zusammenhalten, ne? Super. Na, aber der Ofen ist einfach nur aus. Wie heißt du? Michael. Michael. Also, aus? Aus Regensburg. Michael aus Regensburg. Genau. Der ist noch nett, fährt mit mir mit, leistet mir Gesellschaft und wir ziehen das jetzt zusammen durch hier. Genau. Wir panieren uns noch ein bisschen die Beine. Sehr gut. Richtig schön. Vollgas. Ja, Vollgas, eh klar. Auf wie auf dem Berg. Und durchs Akkusparen hat man das letzte Stück nicht gesehen, aber die Jungs hier, die jetzt vor mir sind, mit denen wir die ganze Zeit unterwegs sind, die haben mir so geil, sind die vorne gefahren. Ich war nur noch im Windschatten, ich war wirklich nach dem Saustieg und Rohrmoos das zweite Mal so tot, dass nichts mehr ging. Ich hing nur noch im Windschatten, bin irgendwie mitgefahren, hab versucht die Gruppe zu halten, hab echt gelitten. Und dann biegen wir hier um die Kurve und ich habe nicht das gesehen, dass es ins Ziel nochmal wieder so super krass steil hochgeht. Und ich war schon komplett tot. Und die Zuschauer haben mal hier nach vorne geschrien und zugejubelt und das war so geil und laut, aber ich konnte es null mehr genießen. Ich habe mich nur noch geärgert, dass warum? Warum geht es hier nochmal so hoch? Das ist so unnötig. Das tut so weh. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nach Hause und ich will, dass es jetzt einfach vorbei ist. Also ja, wer sich das Race Briefing angeguckt hätte, ne, wieder eine Empfehlung von mir, tut es, hätte es gewusst, aber irgendwie bin ich nochmal hochgekommen, aber es tat nochmal so, so, so weh und ich hatte wirklich Krämpfe in beiden Oberschenkeln und wurde hier hoch, nur noch überholt und habe einfach nur noch gedacht, egal, einfach nur noch ankommen und irgendwie durchs Ziel kommen, was ich jetzt hier geschafft habe. Ende, Gelände, aus, vorbei, das Ding ist zu Ende und alle, ihr seht, sind glücklich, kaputt, zerstört. Super spaßiges, super cooles, super geiles Event und absolut zu empfehlen. Red Race 120 macht's auch. Ja. Sauber. Ah. Sauber. Wie war's? Toll. Richtig viel Spaß gehabt. Nee, war geil. Wo bist du gestorben? Kilometer 90. Kilometer 90 bin ich gestorben und die letzten drei waren dann ganz, ganz spaßig. Nee, war geil. Geile Strecke, geiles Event. Kann man empfehlen. Es gab noch ein Pushing Limits internes Battle, das ganz knapp vorher noch gewonnen wurde. Ja, wo hast du ihn geholt? Ich glaube 1,20 oder so, gell? Da bin ich 20 haben wir uns getroffen und ich glaube 1,30 hast du mich gedroppt. Ja, dann dachte ich mir so, als du dann hier noch ein bisschen auf dein Bein rumgedrückt hast, ja. Da dachte ich mir so, hier, da muss ich jetzt vorbei. Und es gibt einen Pushing Limits Sieger. Ja, hier. Ja. Aber ja, sowas von, ja. Sowas von alle abgehängt. Ja, ja. Der Tritt. Prost. Ja. Es war mir ein Fest. Auf die Natur. Hier. Wir müssen mit der Faust machen. Ach so, und so. So, hier. Los, lass mich nicht hängen. Danke euch, es war geil. Danke auch. Und ist natürlich alkoholfrei. So, und am Ende hier nochmal für alle Zahlen, Daten, Faktenfreaks. Ich bin hier bei uns im Pushing Limits Club. Checkt auf jeden Fall unten mal den Link aus
zu unserer neuen Trainings-App. Definitiv ist es das wert. Die ersten 2 Wochen sind kostenlos. Trainingspläne drin, Nutrition drin, Auswertungstools. Checkt die mal aus und unterstützt damit auch unsere Arbeit. Jetzt hier kurz, um alles zu besprechen für die Zahlen, Daten, Faktenfreaks. Ihr seht es schon an meiner Intensitätsverteilung. Nur 27% im grünen Lit-Bereich, 42% im mittleren Bereich und 30% im Hit-Bereich. Also das war vielleicht dann doch nicht so sehr Race RTF, wie ich es benannt habe im Video, sondern vielleicht doch eher wirklich Race, wie es angekündigt war. Ich konnte nur nicht mehr. Insgesamt 4 Stunden 4 gebraucht für den Spaß. Hier seht ihr nochmal die Karte. Und hier kommen wir zu den interessanten Zahlen, Daten und Fakten. Insgesamt 125,7 Kilometer, 4 Stunden 4, 46, Durchschnitt 30,8. Max-Speed 115,9, wobei ich glaube, das war irgendwo ein GPS-Fehler. Schnellste war Riedbergpass runter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wirklich 115 gefahren bin. Ich habe es zumindest nicht gemerkt. Durchschnittsherzfrequenz 144 Beats per Minute, Max 170 Leistung im Schnitt, 228 Watt bei 90 Kilo Racegewicht, habe ich ja öfter schon gesagt. Max-Leistung 901 Watt, gewichtete Leistung, also Normalized Power, 258 Watt, eben über die 4 Stunden 4, die ihr hier schon gesehen habt. Und ihr seht, die Leistungsentwicklung in der Einheit geht nach hinten immer weiter runter. Am Anfang war ich am besten, am Ende am schlechtesten. So sieht man es ganz gut und super interessant auch hier nochmal der Substratverbrauch zu sehen. Also schwarz sind Kohlenhydrate, rot die Fette. In den Bergabstücken oder wo es mal gerollt ist, war ich noch ein bisschen in der Fettverbrennung und auf Fetten unterwegs. Aber natürlich bei so einem Race, das Allermeiste ist eigentlich Carbs, Carbs, Carbs. Das heißt, ihr habt es ja auch im Rennen gesehen, ich habe ordentlich geloadet und gefuttert. Und mit dem Substratverbrauch schließen wir hier auch das Auswertungsding am Ende kurz, schnell und knackig. Wenn euch noch mehr interessiert, haut es wie immer unten in die Kommentare. Das Ding ist lang geworden hier. Das heißt, ich laber nicht weiter drumherum. Das Video ist jetzt hier zu Ende. See you in the next one.